In diesem Video zeige ich dir alle Orte, an denen du die Buddha-Augäpfel finden kannst. Aber das ist natürlich noch nicht alles. Ebenfalls werde ich dir zeigen, wie du diese magischen Artefakte einsetzen kannst, um einen geheimen Bossfight auszulösen. Diesen kannst du übrigens auch strategisch einsetzen, um einen anderen Boss schnell und einfach zu beseitigen. Und dadurch wirst du letzten Endes auch eine neue Waffe und weitere Gegenstände freischalten. Und damit herzlich willkommen zu Patrick's Gaming. Schön, dass du am Start bist und für den ersten Schritt sammelst du jetzt erstmal alle Buddha-Augäpfel in Kapitel 2 ein. Und da es keine Karte gibt, nutzt du einfach immer denselben Schrein als Startpunkt wie ich, um den jeweiligen Buddha-Kopf zu erreichen. Nachdem du alle Augäpfel eingesammelt hast, nutzt du jetzt erstmal denselben Weg wie ich im Video, um den geheimen Boss zu beschwören. Und sollte ich dir mit diesem Video bislang weitergeholfen haben, lass mich das gerne mit einem Like wissen. Beim jetzigen Spot angekommen, befindet sich vor dir die steinerne Hut. Und damit dieser Bossgegner automatisch besiegt wird, interagierst du jetzt mit dem Stein, um den geheimen Boss zu beschwören. Hierbei ist es wichtig zu wissen, dass du den geheimen Boss beliebig oft beschwören kannst, falls du mal sterben solltest. Solltest du generell Probleme mit dem Kollegen haben, würde ich dir dazu raten, die jetzige Verwandlung einzusetzen. Und solltest du diese Verwandlung noch nicht freigeschaltet haben, würde ich dir zu folgendem Video von mir raten. Und nachdem du den Kollegen besiegt hast, kannst du beim Schrein den jetzigen Stab herstellen.
Wie gewohnt kannst du jetzt weitere Guides zu Black Myth Wukong unten links im Video anwählen. In dem Sinne, mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao!